Sie möchten eine Immobilie kaufen und fragen sich, ob Sie einen Teil der Grunderwerbsteuer sparen können? Ich zeige Ihnen 5 Tricks, wie Sie die Grunderwerbsteuer reduzieren können. Bleiben Sie wirklich bis zum Ende dran, denn der 5. Trick hat es wirklich in sich. Die Grunderwerbsteuer ist in Deutschland nicht einheitlich geregelt. Sie variiert von 3,5% bis 6,5%. Gerade hier in Berlin mit 6% und sogar Brandenburg mit 6,5% haben wir eine der höchsten Grunderwerbsteuersätze, die es in Deutschland gibt. Tipp Nummer 1. Dieser Tipp ist anzuwenden, wenn Sie ein neues Haus bauen wollen. Hierbei ist es zu empfehlen, das Grundstück und das Haus von unterschiedlichen Vertragspartnern zu kaufen. Zum Beispiel, Sie kaufen das Grundstück von einer Privatperson und bauen das Haus im Anschluss mit einer Fachfirma. Hier sollte aber ein zeitlicher Abstand von ungefähr 6 Monaten dazwischen sein, sodass das Finanzamt das Ganze nicht als eine Transaktion wertet. Wenn wir zum Beispiel das Grundstück für 200.000 Euro kaufen und das Haus nochmal 300.000 Euro kostet, dann zahlen Sie nur die Grunderwerbsteuer nur auf die 200.000 Euro, in dem Fall nur 12.000 Euro bei 6% Grunderwerbsteuer. Auf den Wert des Hauses, auf die 300.000 Euro bei 6%, somit 18.000 Euro Grunderwerbsteuer, können Sie somit sparen. Achten Sie aber darauf, wie gesagt, von 2 unterschiedlichen Vertragspartnern das Ganze erwerben und ein gewisser zeitlicher Abstand muss dazwischen sein. Der zweite Tipp ist anzuwenden, wenn Sie eine Eigentumswohnung erwerben. Bei einer Eigentumswohnung spart jeder Eigentümer monatlich einen gewissen Betrag an, die sogenannte Instandhaltungsrücklage. Ist die Instandhaltungsrücklage bei 100.000 Euro für das gesamte Haus und der Miteigentumsanteil für Ihre Wohnung 5%, so gehören Ihnen virtuell von den 100.000 Euro 5.000 Euro. Beim Erwerb der Wohnung können Sie dies nur mit in den Kaufvertrag aufnehmen, dass 5.000 Euro des Kaufpreises die Instandhaltungsrücklage beinhaltet. Jetzt können Sie bei der Grunderwerbsteuer den Betrag vom Kaufpreis abziehen. Heißt also, der Kaufpreis liegt bei 52.000 Euro. Sie ziehen die 5.000 Euro ab und zahlen somit nur die Grunderwerbsteuer auf 245.000 Euro. Bei 6% Grunderwerbsteuer macht das 300 Euro Ersparnis aus. Wenn Sie die von Ihnen erworbene Immobilie vermieten wollen oder wenn diese bereits vermietet ist, so können Sie alle Kosten für den Erwerb der Immobilie von der Steuer absetzen. Somit auch die Grunderwerbsteuer. Sprechen Sie aber hierzu lieber nochmal mit einem Steuerberater. Tipp Nummer 4 ist anzuwenden, wenn Sie die Immobilie von einem Ihrer Familienmitglieder erwerben. Hier können Sie dann den kompletten Grunderwerbsteuerbetrag sparen. Allerdings nur, wenn es ein Verkauf innerhalb einer geraden Linie des Verwandtschaftsgrades ist. Heißt, also zwischen Eltern und Kindern oder Großeltern, zwischen Geschwistern geht das leider schon nicht mehr. Der letzte Tipp hat es wirklich in sich und kann eigentlich bei fast jeder Immobilie angewandt werden. Denn das Finanzamt nimmt das Wort Immobilie wirklich wortwörtlich. Das heißt, alle beweglichen Gegenstände können um die Grunderwerbsteuer reduziert werden. Wichtig ist, dass diese auch im Kaufvertrag mit aufgenommen werden. Als Beispiel, wenn Sie zum Beispiel ein Haus erwerben, in dem noch eine gut erhaltene Einbauküche ist und eine Sauna, so sind diese mit dem Kaufvertrag auszuweisen. Die Küche wird zum Beispiel mit 10.000 Euro bewertet und die Sauna mit 5.000 Euro. Somit können Sie den Wert, um den sich die Grunderwerbsteuer reduziert, ausrechnen. In dem Fall 15.000 Euro. Darauf 6% sind auch 900 Euro, die Sie sparen können. Wichtig ist aber, insgesamt darf dieser Wert nicht 15% vom Kaufpreis überschreiten. Sonst fordert das Finanzamt auch mal gerne Belege. Damit müssen Sie dann nachweisen, dass diese Gegenstände auch wirklich den Wert noch heute haben. Wichtig ist zudem zu beachten, sprechen Sie vorher mit Ihrer Bank, denn diese hat einen gewissen Beleihungswert und finanziert die Küche oder die Sauna nicht mit, sondern nur das Haus. Also hier unbedingt Rücksprache mit der Bank. Ich hoffe, die Tipps haben Ihnen gefallen und Sie können ein paar Euro bei der Grunderwerbsteuer sparen. Sollten Sie weiterhin Fragen haben rund um das Thema Kauf oder Verkauf, kontaktieren Sie uns gerne. Denn wir halten immer wieder interessante Fragen von unseren Käufern und Verkäufern und beantworten diese hier in diesen Videos. Sollten Ihnen das Video gefallen haben, geben Sie uns ein Like oder abonnieren Sie diesen Kanal für noch mehr Videos rund um das Thema Kauf oder Verkauf von Immobilien. Wir sind Ihr Ansprechpartner bei all Ihren Fragen. Ihr Makler aus Berlin-Spandau, BHI Hesse Immobilien.